Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 in der Full House Challenge. Und ich mach mal wieder auf ganz schnell, weil wir jetzt noch warten müssen, bis Lilly endlich mal fertig ist da mit der Arbeit. Damit wir hier bald mal unsere Vorhaben planen können und die Rechnung bezahlen können vor allem. Aber Lilly kommt jetzt ja gleich wieder. Da ist sie auch schon. So, dann mal die Rechnung bezahlen, meine Liebe. Was musst du denn können? Du musst noch Level 8 der Fitnessfähigkeit. Joa. Und sie ist auch erst Level 5 in ihrer Karriere, ey. Das ist unsere super durchtrainierte Muskeltante, ey. So, du gehst erstmal auf die Toilette, nimmst eine erfrischende Dusche. Dann kannst du, glaube ich, ein bisschen zocken. Ey, die werden alle dick, die Leute hier, ne? Das ist unglaublich. So, die Männer sind alle arbeiten. Und die Damen sind hier. So, und dann darfst du mal ein Multiplayer-Spiel spielen, und zwar Party Frenzy. Mit deinen drei Damen hier des Hauses. Damit du ein bisschen Spaß und soziale Kontakte bekommst. Kann ja nicht schaden, ne? Ja, dann wäre es nicht verkehrt. Den Garten hier. Was sind das für komische Geräusche? Egal. So, ich hoffe mal, dass wir dann genug Geld für den Keller haben. Sie kriegt soziale Interaktion, obwohl sie gerade alleine spielt. Aber wir beschweren uns nicht, weil wir wollen das ja. Ey, ich muss diesen Wohnbereich hier unten irgendwie nochmal verbessern, weil der sieht einfach hässlich aus. Und der sieht noch nicht nach Wohnbereich aus. So. Nicht genug Training. Willst du mich verarschen? Du machst die ganze Zeit Arbeit-Training. Oh, hier haben wir Sachen. Alles ernten. Dann darfst du nämlich ernten, das verkaufen, dann macht sie Training, während alle anderen Hausarbeit machen. Startup-Unternehmer. Er wird natürlich E-Sportler. Er ist ja, ne? Ganz klar. Und wir haben das Festival in der Stadt. Gehen wir da hin? Nein, wir gehen da nicht hin. Wir wollen hier langsam mal den Keller bauen. So. Du darfst dann nämlich Berglauf machen. Finde ich eine gute Idee, so ein Berglauf. Okay. Jetzt starten wir nämlich mal die Haushalts-AG. So. Die arbeiten ja noch fleißig, ne? Perfekt. Dann werden wir die 17 Dinger hier verkaufen, die sie eingesammelt hat. Mein Nachbar schwört auf das Festival. Das ist schön für den Nachbarn. Wir schwören darauf, Sport zu machen. Ich glaube, allein für die Räume brauchen wir schon um die 5000, bis wir das da gebaut haben. Alles klar, alles klar. Ich würde eigentlich gerne noch so eine Dusche und so eine Toilette da bauen, aber das geht nicht. Das sprengt leider die Challenge-Regeln. Bald hat sie dann ja auch ein Level-Up in ihrer Fitness-Sache. So, jetzt können wir noch jemanden animieren. Nein, 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 nein. So war das doch nicht geplant. So, du darfst mal trainieren. Schweres Gewichte heben. Dann darfst du jemanden animieren. Und zwar sie hier. So, sie kommt nämlich jetzt hier auch trainieren. Dann darfst du nämlich aufhören und sie trainieren. Unterrichten. Ja, was für ein Muskelpaket sie einfach ist, ne? Mach doch mal richtig, Alte. Was bist du denn für eine? Man sieht hier freundlich aus.
Boah, halt doch mal endlich deinen Mund, Mann. Der Geburtstag von allen naht. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So, wir lehren das mal. Wie sieht's aus, Leute? Ihr macht schön Haushalt, ja? Level 10 der Kochfähigkeit, das hatten wir doch schon. Oh, Damien hat Level 10 der Kochfähigkeit erreicht. So, sie muss zur Arbeit. Wir haben sie vorher natürlich noch Sport machen lassen. Oh, jetzt haben wir hier ein paar Ernten. Alles ernten. Kriegen wir noch ein paar, dann reicht es vielleicht ein bisschen für den Keller. So sieht auf jeden Fall Hunger. Dann darfst du dir mal... Ah, das ist hier schon schlecht, ne? Das ist ein bisschen... Das ist blöd. Sind hier noch Reste da. Dann darfst du dir was von den Knoblauchnudeln nehmen. Wie sieht es denn sonst aus? Ach, sonst ist hier alles in Butter. Ja, aber der Garten ist gepflegt, ne? Das war die Hauptsache hier. Dann enden wir die Versammlung mal oder lassen die Versammlung enden, besser gesagt. Ah. Ja, und dann kann sie eigentlich schon ins Bett gehen, ne? Nach der ganzen Anstrengung. Olivia weiß, dass ausgefallene Käsesorten manchmal etwas reif riechen. Wir werden den servieren. Anscheinend ist der Stinkekäse ein Hit. Ja, das wusste ich, weil wir das schon hatten. Die Gäste bitten sogar um einen Nachschlag. Bah. Ich esse ja auch keinen rohen Käse so. Das finde ich einfach voll eklig. Und noch so ein Stinkekäse. Nee. So, jetzt können wir eigentlich mal speichern und den Keller bauen. So, unseren schönen Fitnessraum im Keller. Da fangen wir mal an, indem wir das Gitter wegmachen. So. Erstmal der Einstiegsraum hier. Das ist jetzt euer Ernst? Okay, dann werde ich hier noch mal einen Raum hinzufügen. So. Kann ich den denn jetzt dahin verschieben? Warte, wir müssen den erstmal drehen, glaube ich. So. Sehr schön. Dann kann man hier noch was hinbauen. Dann haben wir hier den Fitnessraum und hier den Yoga-Raum. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Sauna hier, ehrlich gesagt. Oh wow, so wollte ich das auf jeden Fall haben. So. Wir wollten den Hobbyraum ja auch noch erweitern, ne? So, wenn wir jetzt mal einfach mal die Wand hier wegnehmen.
Dann könnten wir die Grenzen nämlich verschieben. Boah, ich will doch nicht den Teppich versetzen, ihr Lappen, ey. So. Wir setzen das erstmal hier in das Bild. Dann ist nämlich die Sauna im Yoga-Bereich. Doch, wir machen das so. Sauna im Yoga-Bereich klingt gut. Dann möchte ich aber so eine Tür haben. Doch, wir machen hier mal die Eingänge. Wir werden jetzt erstmal aus Prinzip überall mal den gleichen Boden hinklatschen, damit das hier einfach einheitlich aussieht. Und die schöne gleiche Wandfarbe. So. Dann war es ja irgendwie auch lila gemacht, kann das sein? Egal. Hauptsache, es sieht gleich aus. So, dann müssen wir das hier nochmal erweitern. So, man kann ja ruhig hier ein bisschen Raumtrennung machen, ne? So. Ja, doch, wir machen das mal so. Dann packen wir hier nämlich noch ein Sofa hin. Hier den schicken Werkbereich. Weil so ein Werkzeugding auch nicht schlecht wäre. Aber wir lassen es erstmal so. Dann gibt es natürlich noch Licht. Da machen wir mal so ein bisschen großzügigeres Licht, ne? Wobei hier eine in die Richtung, glaube ich, besser ist, oder? Ja, ja, sieht besser aus. Mit der Treppe ist ein bisschen blöd, aber hey, das geht so schon. Können wir nämlich diese Sachen mal hier hinstellen. So, Yoga ist jetzt gerade woanders, sehe ich gerade. Ich entferne das jetzt hier einfach mal. So, wir machen hier nämlich mal auch einen roten Raum draus. Und den Yoga-Raum machen wir jetzt auch mal rot. Wobei, wir machen den mal ganz rot. Und machen dann mal irgendwas anderes mit den... Also mit dem Design von den Wänden, da gucken wir gleich mal. Ja, der Raum bleibt jetzt erstmal leer.
Ja, wir können jetzt hier noch nicht fett alles hinzukaufen. Das geht jetzt noch nicht. Ja, Laufbänder können wir da erstmal machen. Wobei wir hier schon ein paar mehr Yogamatten hinkriegen. Man kann ja auch welche nebeneinander machen. So. Haben wir noch das Ding, das gibt es nämlich auch in Rot. Kann man nämlich hier echt schön kaufen. So, ich würde aber echt gern Teppich reinlegen, ehrlich gesagt. Ist halt nur die Frage, was für Teppich jetzt hier echt schön reinpassen würde. Wobei der hier auch nicht schlecht ist. Aber nein. Vielleicht höchstens für den Eingangsbereich hier, aber nee. Wir nehmen erstmal den, der sieht nicht schlecht aus. So, jetzt gerade für den Yoga-Raum. Kann man noch mal gucken. Hier gibt es so schöne Sachen, ey. Nee, irgendwie sind die hässlich. Sieht auch nicht verkehrt aus, ne? Wir das hier noch so ein bisschen mit ein. Mal gucken, was man dann daraus machen kann. Wäre so meine Idee. Vor allem hier für den Raum, was ich... hier gibt es auch so schicke Tischchen. Ja, aber ich meine diese Dinger hier. Kann man nämlich so mega geil da vorstellen. Oh ja, ich möchte das auf jeden Fall außerhalb bauen. Mit dem Ziel habe ich das Spiel gestartet, ey. Kann man nämlich hier dann auch gut gebrauchen. Müssen wir gleich noch ein bisschen umstellen, aber das geht schon. So. Und gerade im Fitnessraum kann man bestimmt auch so Ablageflächen mal gebrauchen. Dachte ich mir so.
Und weil das ja auch aus diesem Wellness-Pack ist, bietet sich das auch einfach an. Das können wir uns schon nicht leisten. Schade, schade. Wobei wir ja auch Sachen bekommen haben, ne? Das Klavier. Ich würde sagen, wir verkaufen es erstmal, um hier die Räume ausstatten zu können. So. Ich würde die aber dann doch ein Tickchen nach vorne ziehen. So, und die kann man echt schön in die Ecken hier stellen. So. Dieses Kletterding wäre auch nicht schlecht, ne? Das haben wir ja auch noch irgendwo. Naja, aber erstmal Deko. Das finde ich gerade im Yoga-Raum sehr wichtig. Und hier Geiles. Kann man so in die Mitte auch noch irgendwas Geiles hinstellen eigentlich. Aber ich gucke mal. So, ich finde, diese Teile gehören einfach dazu. Nehmen wir noch einen schönen Boden, wollte ich es gerade nennen. Okay. Ich entferne das nochmal. Wir nehmen vielleicht erstmal etwas, was ein bisschen günstiger ist. Und dann packen wir hier mal eins hin. Und hier. Und damit wir nämlich schon mal etwas an Deko haben. Und das hier ist eigentlich auch noch sehr günstig. Was haben wir denn hier gerade? Das Toilettenduft. Auf jeden Fall, ey. So, was man nämlich hier gut benutzen kann, das hier. Diese Harmonieöle. Die passen irgendwie immer dahin. So, ich baue jetzt auch erstmal mehrere davon. Das passt schon. Ja, sonst auf jeden Fall so eine Tomaten-Ketchup sonst Flasche. Ja, gut, wollte ich noch mal zu Ende gemacht haben, dann kann man das so lassen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben und damit ciao und bis zum nächsten Part.